Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ocelot ist schon ganz ungeduldig und will mit uns reden. Genau um 12 Uhr. Machen wir das doch mal. This base belongs to you now. Make Diamond Dogs the force it deserves to be. Like any organization, we need good people. And we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out for you. Start bringing people in. Use this. It's a Fulton recovery device. When you're in the field, use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. And we'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want. What? First, put them to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? It's an honor, boss. Oh yeah. Jeden, den ich möchte. That won't work on me. I've had drug resistance. Sicher, dass du so immun bist? Okay. Aber er scheint tatsächlich nicht einzuschlafen. Wie sieht's mit dir aus? Wer bist du? Sergeant Glatzkopf? Sie gehen jetzt schlafen. Out like a light. Now approach him and extract him. Okay. Good. Extraction complete. You can only Fulton recover someone if they're not resisting. No dead bodies either. They don't make great recruits. The staff member you just extracted will be assigned to the team best suited to his abilities. See for yourself. Open your eye droid. Machen wir das. Select staff management from the mother base menu. Ich muss mal übrigens sagen, dieses Fulton-Ding, mit dem da rausgezogen werden, ich stelle mir das sehr, sehr gruselig vor. Also, gut, sie schlafen dabei oder sind betäubt, aber er hat zumindest geschrien. Also kann ich mir vorstellen, dass er dabei aufgewacht ist. Ich finde es übrigens auch sehr lustig, einfach Ocelot warten zu lassen. Das macht sehr viel Spaß. Na? Na? Bist du schon genervt? Gut. Machen wir einfach mal. Staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that will support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box? Didn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Go extract a few more people. Ja, auf jeden Fall. Boss, put the iDroid away from him. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC next? I'm ready, boss. Show him how it's done, boss. Okay. Einen Pappkarton zu entwickeln, brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Leute. The best way to knock someone out into. Oh. Nee, Moment. Ich wollte dich werfen. Nicht greifen. Excellent, boss. Now extract it. Ist es so genehm, der Herr Ocelot? Extraction complete. One thing I should mention. A Fulton extraction won't always be successful. If the person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather's unfavorable, well, they could end up going missing. You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. If you want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. All right, extract the next staff member. Hallo? Let's do this, boss. Sadistic mess. Okay. Du möchtest. Use any method you like. Start by knocking him out. Or you can put him. Ich will mal was wissen. In Metal Gear Solid. Moment, war es in den Hintern? Ich glaube, Metal Gear Solid 2 im Lösungsbuch stand, dass wenn man Leuten in den Arsch schießt, sie auch direkt einschlafen. Es funktioniert! Okay, in den Arsch oder in den Kopf? Mal sehen, wir haben eine hundertprozentige Chance, ihn zu Fulton recoveren. Witzig! Aber ich habe hier gerade Spaß. Mann, Ocelot.
Select weapons items under the develop. Now select cardboard box and start development. Just be aware that development requires funds. GMP. Watch we don't end up in the red. Ja, der Pappkarton kostet genau 0 GMP und auch sonst nichts. Ich glaube, ein Pappkarton sollte machbar sein. Development has finished. Nachschubabwurf anfordern Karton. Ja, machen wir mal. You can have the support unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. Okay. Nee, das ist ein Vogel. Das ist auch ein Vogel. Wo bleibt's denn? Das Logo ist übrigens sehr schön. Das ist so ein bisschen glänzt. Sorry, I forgot to tell you. Au. Ach man. Es nervt mich ein bisschen, dass das... The staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. Ich find's nervig, dass er sich manchmal selber ins Wort fällt. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, you can stay around here a while. Give them in some practice. Just come pay me a visit. Nein. Du fällst. Also ich finde es tatsächlich nervig, wenn er seine Sätze dann nicht ganz zu Ende sprechen kann, weil der nächste Satz getriggert wird. Mit euch soll ich ein bisschen trainieren. Nein! Oh, ich greife immer. Ich will ihn aber. Wen hinwerfen. Und den zweiten direkt hinterher. Kombo! Und den dritten. Komm, krieg den vierten auch? Ja. Okay. Für 5 hat es nicht gereicht, steh wieder auf. Du bist verschont geblieben. Nur um euch zu trainieren, Leute. Vergesst das nicht. Hä, wann? Ich verstehe noch nicht ganz. Das kann ich ja mal gerade üben, wenn ich schon hier bin. Er meint ja, ich soll trainieren. Wann ich, Leute. Okay, schlagen tue ich einfach so, wenn ich laufe und. Wenn ich einfach in eine Richtung drücke und dann die Taste drücke, werfe ich sie. Greifen tue ich, wenn ich gedrückt halte. Okay. Ocelot, willst du mir noch irgendwas sagen? Ich dachte, das hätte ich schon. Okay, greifen wir ihn. Okay. Tschüss. Sonst noch was? Was hast du gesagt? Hunting Harrier. Oh. Okay. Du wolltest es so. Extract the staff member. Wo kommst du denn her? Du bist der Growling Harrier. Wer bist du? Ey, ihr habt keine Namen. Wieso haben denn manche Namen und manche nicht? Fühlt ihr euch da nicht diskriminiert? Komm, machen wir hier nochmal ein bisschen Training, damit ihr auch was lernt. Und nicht einfach nur, weil ich mich dadurch unglaublich cool fühle. Okay. Du warst wieder... Du machst die ganze Combo kaputt. Du stehst einfach... außerhalb meines Combo-Bereichs. Arschloch. Dafür machst du nochmal eine Achterbahnfahrt mit. So. Und jetzt rufen wir uns einen Helikopter. Das sollten wir machen. Okay, hier ist der rote Pfeil. Hubschrauber. Irgendwas hat er gesagt, ich habe ihn nicht verstanden. Kann ich dir vielleicht, wenn du im Kopf so ein halbwegs immun bist, bist du... Okay. Ocelot ist einfach... Mit Ocelot kann man sich nicht anlegen. Der schläft nicht ein.
Warum auch immer. Ich weiß, ich hätte die Kombi noch mit dir verenden können. Darum kriegst du jetzt auch nichts auf die Fresse. Weil du hast dich ordentlich hingestellt, aber ich hatte keine Lust mehr. Ich gehe jetzt in meinen Helikopter. Hui! Verarscht. Ja, ihr drei habt schon genug abbekommen. Das ist sie also. Unsere neue Mother Base. Für die Diamond Dogs. Ist ein schickes Gebäude, kann man nicht anders sagen. Yay, ganz viele Fertigkeiten. Ja, ja, hui, hui. Und ganz viel Zeug, was wir entwickeln können. C4. C4 ist praktisch. Ich glaube, das lasse ich mir gleich mal entwickeln. Was? Ich habe keinen Rang bekommen. Ich finde, das war ein S-Ranking. Ich habe alle so perfekt zusammengeschlagen. Und nur Ausgaben gehabt. Und keinen Heroismus. Pa! Pa! Die Missionen verkaufen nicht unter Wert. Oder zumindest die Bewertung. Ja, diese ganz tolle Schlagsequenz, die wurde kreiert von Hideo Kojima. Bei Kojima Productions. Und Konami. Ja, Ocelots Missionsbesprechung 3. Oh, wir haben ja noch, stimmt, 2 haben wir auch noch. Müssen wir uns bald mal anhören. Machen wir auch. Okay. Jetzt war ich fast schon in Zelda-Stimmung. Und dann auf einmal ist der Ladebildschirm vorbei. I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. I hope you rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Okay, ich kann ja mal kurz sagen, wie weit ich schon gespielt hatte. Ich hatte ja gemeint, ich hatte schon mal die ersten Missionen gespielt, weil die Aufnahme einfach kaputt gegangen ist. Und das konnte ich ja nicht ahnen. Ich habe die Mission hier noch gespielt und die hier. 5 ist mir schon wieder komplett unbekannt. Ja, und das werden wir dann hier auch machen. Bloß hier werden wir dann auch 5 machen und auch 6 und 7 und was da noch kommen mag. Wir spielen das Spiel schön ordentlich durch. Aber bevor wir jetzt die nächste Mission irgendwie starten, Nebenoperation gibt's auch. Haben wir aber noch keine zum Anzeigen oder wir können sie noch nicht anzeigen lassen. Bevor das jetzt kommt, machen wir gleich nochmal die Kassetten und gucken uns jetzt die Entwicklung an. Denn ich habe da ja schon gesehen, C4 finde ich interessant. Ist nämlich sehr praktisch, weil auch wenn ich ja immer schleichen möchte und ungesehen sein möchte, ab und zu, wenn man mal eine Sache kaputt machen soll, wie zum Beispiel irgendwelche Funkgeräte oder Funktürme, dann geht das eh nicht leise. Und wenn ich dann eh schon Krach machen muss, dann doch lieber, wenn ich C4 gelegt habe, außer Entfernung. Also ja, ich werde jetzt auch nicht jede Entwicklungssache so ausführlich begründen. Ich wollte nur mal sagen, das macht Sinn. Ich werde jetzt nicht einfach irgendwie alles entwickeln. Sondern nur die Sachen, wo ich denke, dass das irgendeinen Nutzen hat. Was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass da oben die ganzen Zahlen angezeigt werden. Ihr könnt das vielleicht sehen, bei den jeweiligen Waffen. Was ziemlich dumm ist, weil das sind die Sachen, die wir von Anfang an einfach haben. Die sind jetzt nicht neu. Oh, was ist das? Das ist golden. Golden ist, ich weiß nicht, warum es golden ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die goldenen Sachen bei den Kassetten zum Beispiel sind Sachen, die man hören muss. Also die sind irgendwie story-relevant. Und die weißen sind nebensächlich. Das heißt, hier kann ich mir auch vorstellen, dass wir die goldenen brauchen für irgendeine Mission oder so.
Vielleicht sind sie aber auch einfach nur sehr gut. Hier sind ja auch manche mit grünem Text. Das würde mein Verdacht da bestätigen. Wenn jetzt hier unten auch nochmal was Goldenes ist, heißt das einfach nur, die Sachen sind sehr gut. Okay, nee, hier ist auch nichts mehr. Das ist echt so eine Kleinigkeit, aber das sind so Details, die mich nerven. Wenn das Menü da einfach so vollgepappt ist und überall diese Zahlen sind, habe ich immer das Gefühl, oh, ich muss mir das jetzt noch angucken, ich verpasse gerade irgendwas oder so. Auch bei den Kassetten, darum habe ich ja auch die Musikkassetten auch alle einmal kurz angeklickt. Nicht, weil ich irgendwie die GEMA ärgern wollte. Nein, nein. Ist ein netter Nebeneffekt. So, aber das müssen wir in Zukunft auch einfach nicht mehr machen, hoffe ich. Wir haben jetzt einfach ganz am Anfang kriegen wir halt irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele, 99 oder sowas stand da auf jeden Fall, also wahrscheinlich mehr als 99, Items zur Verfügung, weil wir die vorher nicht hatten. Und hier schon wieder was Goldenes. Aha. Ey, da habe ich irgendwas vergessen. Hä? Ach, hier hinten ist noch, okay. Also ja, 99 Sachen haben wir am Anfang zur Verfügung bekommen, darum sind da die ganzen Zahlen. Ich glaube, in Zukunft wird das immer kleinere Schritte machen. Hoffe ich zumindest. Oh, ah, es gibt eine Menge Kartons. Das ist schon mal eine gute Sache. Ich gucke mir das gerade auch gar nicht anders an, was das hier jetzt so ist und lese mir das durch. Das machen wir individuell dann, wenn ich mich entscheide, irgendwas auszubilden. Ich will jetzt nur, dass diese Zeichen da nicht mehr aufploppen. So, hätten wir das gemacht. Haben wir jetzt aber auch alles, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, habe ich hier alles ausgebildet, was ich ausbilden wollte? Ja, diese Tarnung könnten wir machen, brauchen wir aber nicht. Sind zwar auch nicht so teuer, wenn man sich unten mal anguckt, wie viel Geld wir haben. Ich glaube übrigens, dass man noch nicht so viel Geld haben sollte. Ich habe aber beim Start des Spiels, steht da irgendwie, dass es irgendwelche Boni gibt oder so. Ich glaube, ich hatte mal im Internet kurz nachgeguckt, weil mich das irritiert hat, weil ich auch nicht irgendwas haben will, was ich eigentlich haben sollte. Nicht, dass das irgendein Fehler ist. Die Server des Spiels liefen wohl am Anfang ganz scheiße und dann haben sich Konami und Steam oder wahrscheinlich eher Konami, ich weiß nicht, ob das Steam-Server sind oder Konami-Server, aber die haben sich jedenfalls dadurch entschuldigt für die kaputten Server, indem sie allen Spielern Items gegeben haben. Und naja, da sage ich jetzt auch nicht nein zu. Ich weiß noch nicht, ob das das ist oder ob wir die noch später bekommen. Auf jeden Fall gab es das wohl. Vielleicht kriegen wir sie auch gar nicht, weil ich die ja nicht zu der Zeit gespielt habe, wo das so scheiße war. Und ich mich mit dem Online- Player auch gar nicht auskennen. I. Zuweisung ändern. Direkter Vertrag? Was ist das? Hä? Heißt direkter Vertrag, dass er nie irgendwo anders hin kann oder so? Kann ich mir Zuweisung ändern? Nee, ich will, dass diese weiße Punkt vor ihnen weggeht. Okay, der geht wahrscheinlich nur weg, wenn wir sie individuell zuweisen. Was ich nicht möchte. Eignung für Kampfeinheit. Nein, nein. Eignung für Entwicklungsteam. Okay, wir könnten das hier alles machen. Alles sortieren. Aber es hat mich ja schon bei Peace Walker sehr genervt, dass es dafür so viel zu managen gab. Was ich ja echt nicht spaßig finde. Das wird hier zum Glück alles automatisch gemacht. Man kann es auch eigenhändig nochmal irgendwie anpassen. Muss man wohl aber nicht, soweit ich das weiß. In der Datenbank, Enzyklopädie, finden wir Infos zu allen möglichen Tieren. Ah, hier sind die Sachen, die wir gesammelt haben. Wermut. Und dann können wir uns diesen ganzen Enzyklopädie-Eintrag durchlesen, wenn wir denn so ein Interesse an Pflanzen haben. Habe ich nicht. Könnt ihr mal ganz schnell Frame für Frame pausieren, dann könnt ihr euch alle Beschreibungen dieser Pflanzen durchlesen. Und das hier sind die Codenamen. Dieser Codename wird frisch erwachten Soldaten verliehen. Das haben wir bekommen bisher. Chicken. Dieser Codename wird Soldaten verliehen, deren Lieblingswaffe die Hühnerhaube ist. Ja, es gibt im Menü, kann man einstellen, irgendwie so einen einfachen, ich weiß nicht, wie der heißt, Chicken wahrscheinlich. Da kann man so einstellen, dass man einen leichten Modus hat. Ich glaube, denn jedes Mal, wenn man einmal versagt bei einer Mission, startet man die Mission neu mit so einem komischen Hühnerhut auf dem Kopf und dann wird man, glaube ich, nicht mehr gesehen. Aber die Leute lachen einen aus oder sowas. Also ist ein Modus für sehr schlechte Spieler. Oder Leute, die gar keine Herausforderung wollen. Foxhound, dieser Codename wird Soldaten verliehen, die mehrere Missionen mit perfekter Tarnung und ohne Tote zu Ende bringen. Fox, dieser Codename wird Soldaten verliehen, die mehrere Missionen getarnt absolviert haben und so weiter. Da gibt es also einiges. Oh, sogar ein paar, die noch nicht... Strauß. Okay, aber die Beschreibung wird uns noch nicht gesagt. Also da gibt es einige Sachen, die wir vielleicht sogar nochmal schaffen werden. Sammlung. Sammelobjekte haben Baupläne, haben wir anscheinend noch keine. Wichtige Gegenstände haben wir anscheinend auch noch nichts. Wir haben nichts, was wichtig ist. Nur unwichtigen Scheißdreck.
dass diese Zahl da angezeigt wird, nervt mich total. Also die geht bestimmt weg, sobald sie dann irgendwie automatisch zugewiesen wurden. Oder sonst was. Auswählen, entfernen. Na, können wir nur das machen. Anzeige umschalten, was machen wir da? Ah, hier können wir... Einheitenfunktion. Ach, das sagt einem denn rechts den ganzen Status der gesamten Einheit. So kriegt man die einzelnen Dinger mit und so kriegt man die individuell mehr mit. Ich sehe keinen Vorteil hier drin. Hier drin auch nicht so richtig. Ich glaube, ich belasse es hierbei. Okay. Die Punkte vor den Namen kriegen wir nicht weg. Warum ist das da... Warum ist hier bei Marva Base auch so ein goldener Punkt oben? Das irritiert mich ein bisschen. Ach, wir können da unten mit dem Steuerkreuz noch. Forschung und Waffengegenstände F. Unterstützung, Foltenrettung, Nachschub. Okay, da können wir uns... Da wurden uns noch Sachen angezeigt. Aber warum haben wir immer noch einen weißen Punkt? Ich glaube, das sind einfach die Personalverwaltung. Verwaltungssachen. Wir können hier noch was wir machen können bei anpassen. Unser Emblem, was wir da rechts sehen, dieses Diamond Dogs Logo, können wir anpassen. Die Grundfarbe, was eine scheiß Übersetzung ist. Ich habe nämlich tatsächlich mal ein englisches oder ein Video gesehen, wo jemand das auf Englisch gespielt hat, diesen Anfang. Also ich habe nur so weit geguckt, wie ich selber gespielt hatte, nicht weiter. Aus Frustration, weil ich an dem Tag nicht mehr aufnehmen konnte, aber halt gemerkt hat, die Aufnahmen waren im Arsch. Habe ich dann einfach mir ein Let's Play der Anfangssachen angeguckt, weil irgendwie war das sehr unterhaltend. Und das ist Base Color. Und Base ist ja einmal der Name, wie man unsere Basis nennt, Base, aber natürlich auch das Wort für Grund. Und hier wurde es einfach in Grundfarbe übersetzt, was sehr verwirrend und sehr dumm ist. Wollte ich nur mal sagen. Aber ja, da können wir uns eine Farbe für die Mother Base aussuchen. Und wir, ah doch, wir haben schon welche freigeschaltet, es hat noch nicht sofort geladen. Das hier ist natürlich einfach so ein Militärgrün. Ich hätte gerne so ein schönes, grelles Grün. So grell wie dieses Pink. Ansonsten können wir erstmal... Das ist, glaube ich, weiß, aber sieht mehr beige aus. Und beige finde ich hässlich. Das sieht auch nicht richtig aus wie rot, sondern eher wie braun. Ich finde die Farbtöne tatsächlich alle nicht sehr schön. Ich glaube, ich nehme schwarz einfach. Okay. Haben wir unsere Mother Base ein bisschen gefärbt. Und den Avatar, Gesicht des Avatars, den wir im... Den haben wir ja... Ich kann es einfach zeigen. Da beim Doktor haben wir uns ja gesagt, wie wir in Zukunft aussehen wollen. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie das jetzt storytechnisch gemeint ist, ob... Ob einfach, wenn irgendwo Leute kommen, die uns nicht kennen sollen, also irgendwelche Inspekteure oder so, womit wir ja super Erfahrungen gemacht haben, ob wir dann einfach so eine Maske aufsetzen, dann sehen wir so aus. Oder ob wir die ganze Zeit so aussehen und nur für den Spieler oder für Snake selbst sehen wir noch aus wie Snake. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht wird das noch erklärt. Oder vielleicht ist es auch einfach nur, hey, das ist für den Online-Multiplayer... Denk nicht zu viel drüber nach. Obwohl ich mir das bei Metal Gear nicht vorstellen könnte. Oh, was ist das? Hilfemenü des iDroid anzeigen. Sie können die in den Menüs des iDroid verfügbaren funktionieren. Zeit ansehen, indem Sie über Ihren Select-Knopf, Back-Knopf heißt auf dem Xbox-Controller. Ich sag immer Select. Ja, kann ich draufdrücken, dann werden mir Hilfsachen angezeigt. Ist ganz cool. Ah, und jetzt wird immer... Oh doch, jetzt wird der Punkt wieder angezeigt. Das hat er noch nicht geladen. Naja, hier haben wir jetzt alles angepasst, was wir anpassen wollten. Das Diamond Dogs-Logo würde ich gerne auch so lassen, wie es ist. Einfach, weil wir sind die Diamond Dogs und das sieht man, glaube ich, auf der Schulter von Snake. Und es wäre komisch, wenn da irgendwas anderes ist. Finde ich persönlich. Und dann würde ich sagen, haben wir alles für diese Folge gemacht, bis auf Kassetten. Im nächsten Part gehen wir dann die Missionen an. Oder eine zumindest erstmal. Aber zum Ende dieses Parts hören wir uns jetzt mal die Kassetten an, die wir noch nicht gehört haben. Zum Beispiel Ocelots Missionsbesprechung 2, wo er über seinen Spitznamen redet. They started calling you Shalashaska in Afghanistan. What's that about? You know the term Shirashka? It's slang for a suspicious, hastily thrown together organization. The word became associated with a type of forced labor facility in the Soviet Gulag system. OKB scientists and engineers who'd been convicted of crimes were sent to a Shirashka for forced R&D. The Shirashkas were supervised by Lavrenti Beria of the NKVD, the secret police, under the official name, 4th Special Department. Forced research? That's not very different from what we do here. Diamond Dogs is different. Everyone here believes in you. Regardless of where they came from or why they're here, they revere you. And they're fighting because it was their choice. And if it wasn't, they'd leave? Who knows? That's our reality here. Whether it's real or not. If there's another truth, I don't want to know it.
All that matters is, that's the concept that's taken shape in their heads. The traces of a group ideology, or superstructure, to put it in Marxist terms. All right. Go on. Right. So anyway, at some point the enemy started calling me Sharashka. This was after the war in Afghanistan broke out. While I was keeping an eye on you in that hospital, I was also heading up interrogations here. The men I broke gave up their comrades and families, everything they wanted to protect the most. No real cause for it. I just let myself get caught up in the old Russian pride. And suddenly I received the honor of becoming special interrogation advisor to the forced labor camps. But the more men I interrogated, the more people saw me as just that, the interrogator. It helped cover my real objective of keeping you safe. You went that far for me? Far enough to keep you alive. I ended up being pretty well known among the Afghan guerrillas. Some of them would have seen me on the battlefield. And that's how I got the second half of the name. Shashka. It's a sword. A type of saber from the Caucasus. Russian dragoons and Cossacks carried them into battle. Now the Russian Empire had a general by the name of Fyodor Artorovich Keller. His bravery earned him the nickname Russia's Greatest Shashka. Someone must have known about that, because somewhere along the line, Shashka got stuck on the end of Sharashka. The guerrillas were using the name amongst themselves, and by the time I got to hearing about it, the pronunciation had wound up as Shalashashka. So half gulag, half hero's sword is a perfect fit. But you see how rumors and ideas about people can get out of hand fast. Once you create a character and put it out there in public mind, it warps and twists with every baseless rumor. And before you know it, all people see are phantoms. In my case, it works out just fine. I'm plenty used to working under aliases. Okay. Haben wir auch das erfahren? Ist aber ein sehr beschissener Name, so zum... Das ist doch kein guter Spitzname. Spitznamen sind doch immer so... Tobi... Also so, nee, das ist kein Spitzname, das ist einfach nur eine kurze Form eines Namens. Aber Spitznamen sind doch auch eigentlich eher immer so leicht zu rufende Namen. Da bricht man sich ja die Zunge auf halbem Wege. Was ist in der Missionsbesprechung 3? SALT 2, das war, glaube ich, dieses nukleare Abkommen zwischen Russland und Amerika. Das hat, ich glaube, in Missionsbesprechung... meine Zunge. Missionsbesprechung 1 wurde das, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber ja, ich denke mal, Ostlord wird uns da jetzt mehr drüber sagen, als ich es je könnte. So SALT 2 still hasn't gone into effect. That treaty was drawn up to limit not just the size of the US and Soviet Union's nuclear arsenals, but also their delivery systems. The whole deal. That's when we thought all those years of negotiations had paid off, somebody decides to invade Afghanistan. The timing couldn't have been worse. The president was in the middle of the SALT 2 talks back then. You mean while you were busy trying to stop Peace Walker? I heard. President Ford was meeting with the General Secretary in Vladivostok. In his absence, the political brass in America detected what they didn't realize was false nuclear launch data from Peace Walker, and were on the verge of ordering a retaliatory nuclear strike. Coleman's big idea? Humans are incapable of destroying themselves. Turns out he never knew what humans are capable of. If that AI, I mean, the boss, hadn't found a way to stop the fake data transmission, they probably would have gone ahead with the launch. Deterrence was revealed as the pipe dream it was. All thanks to you. And her. The US-Soviet talks looked set to fall through. What happened in Nicaragua no doubt helped trigger a change of heart. But in the end... The times define the politics. When you've grabbed their tail, they turn and bite your hand. I first met you 20 years ago now. The place was Seleniuyarsk in the Soviet Union. We were enemies. I was with the GRU. You were still fighting for America. 1964. Operation Snake Eater. Its objective? The assassination of the legendary soldier known as the Boss. When you returned home successful, they awarded you the title Big Boss. Your CO, Zero, sought to carry on the boss's will by covertly establishing his own organization. You knew the original members from Operation Snake Eater. From America, there was David O, or as he was to you, Major Zero. Donald Anderson, aka Sigint.
Dr. Clark, who went by paramedic during the operation, and the fourth, you. From China, there was Eva, and me, Ocelot, from the Soviet Union. Six in total. To us, government notions of friend and foe were meaningless. As were East and West, we joined forces by our will alone. Our objective was to fulfill the boss's dying wish, to make the world one. And to do it, Zero used the Philosopher's Legacy, the secret war fund you obtained during Operation Snake Eater. This organization would go on to become Cypher. I, on the other hand, was left with the problem. You only recovered half of the legacy. I had to locate the other half myself. When I found the funds, I passed them on to Zero, just as you wanted. I still trusted him in those days. We thought what he was doing was the boss's will, until he started that one project. Les Enfants Terribles, Zero called it. You parted ways, as did Eva, leaving only Anderson and Clark still with him. I maintained limited contact, although truth be told, we were just keeping tabs on one another. The reason was always you. After you returned to the army and created Foxhound, you left America. For a time, even I'd lost track of you. I'd imagine Zero did too. You always were the best when it came to hide and seek. Zero created Cypher, an information network to tap into every corner of the globe. Woven together, Cypher's arteries make the world just one big organism. And that's not all. It also monitors the thorn in Zero's side. That's you, tracking your coordinates wherever you might go. The further you strayed from your roots, the larger Zero became. It's as if he was trying to close the gap between you. But before long, he disappeared from public life. Only a few people had direct contact with him. For a time, I was one of them. Then a year after you fell into your coma, he slipped out of sight entirely. Since then, nothing. No photos, no recordings, not even a reliable rumor as to his whereabouts. I tried every method I could think of, but Zero was gone. Freed of his control, his creation, his power continued to grow. Cypher is a great beast, and Zero was its spine. But even without him, it's endured, evolved. But now its body is rotting, riddled with parasites. Parasites like the ones who attacked you 9 years ago in the Caribbean, and then at the hospital. Cypher's Black Ops unit, XOF. They learned where you were, and came to wipe the slate clean. Ich würde eigentlich ganz gerne auch mal kurz anmerken, weil gerade bei diesen Zero-Sachen und so weiter fällt mir das mal auf. In Metal Gear gibt es ja inzwischen schon sehr, sehr viele Informationen, also in der Welt von Metal Gear Solid, in den verschiedenen Spielen gibt es ja sehr viele Informationen mit sehr vielen Daten und Verwandtschaftsverhältnissen und Namen und all diesen Dingen, die ich mir generell nicht sehr gut merken kann. Falls es irgendwo hier Infos gibt und wo es eigentlich den Klick machen sollte bei mir, zum Beispiel, hey, die haben doch gerade das gesagt, weißt du nicht mehr? In Metal Gear Solid 3 hat doch der das und das gesagt, das heißt doch, dass das und das mit dem und dem zusammenhängt und so weiter. Also falls das so sein sollte ab und zu und das passiert bei mir nicht, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Allerdings natürlich, was selbstverständlich sein sollte, keine Spoiler. Also nur Sachen, die ich schon mitbekommen haben sollte, die könnt ihr mir gerne schreiben. Also wo ich was verpasst habe, obwohl ich es offensichtlich auf meinem Bildschirm gesehen habe. Es war auf meinem Bildschirm, aber ich habe es einfach nicht kombiniert, nicht verstanden. Mir ist eine Information entfallen. Wie es zum Beispiel mit jetzt ganz am Anfang im Krankenhaus, wo dieser schwebende Typ da war, der aussah wie Psycho Mantis aus Metal Gear Solid 1. Ich habe keine Ahnung mehr, wie Psycho Mantis Hintergrundgeschichte war, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie alt er Metal Gear Solid 1 war. Ich weiß nicht, ob er das jetzt als Kind hätte sein können, zum Beispiel. Darum wollte ich da jetzt auch gar nicht anfangen zu spekulieren, weil ich da einfach nicht so hundertprozentig sicher bei allen bin. Da gibt es deutlich mehr Leute, die mehr Ahnung haben. Und ich liebe auch, ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich liebe die ganze Hintergrundgeschichte und ich gucke mir so oft Story-Zusammenfassungen oder Reviews zu den einzelnen Teilen oder auch irgendwelche
Hintergrundinfo-Videos auf YouTube an zu Metal Gear Spielen, weil ich das tatsächlich alles sehr unterhalten und auch sehr spannend finde und auch wenn ich mir immer nur die Hälfte merken kann, irgendwann verdichtet sich so das eine oder andere und ich kann es mir so halbwegs merken. Das meiste kriege ich, glaube ich, auch mit, hoffe ich, aber halt so Details sind manchmal ein bisschen entfallen. Jetzt hören wir noch das letzte hier, Afghanistan, wie es da heute ist, heute zum Zeitpunkt innerhalb der Spielwelt. Was haben wir jetzt nochmal für ein Jahr? 1984, oder? Ist das richtig? Wird hier leider nirgends angezeigt. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, 75 sind wir ins Koma gefallen, als wir da halt von XOF überfallen wurden in Ground Zeroes. Und ich glaube, jetzt haben wir 1984 in der Spielwelt. Bin mir aber gerade auch nicht mehr ganz sicher. Hören wir uns das jedenfalls mal an. Christmas Eve 1979. The Soviet Union rolled into Afghanistan. Muslims had revolted against the Soviet-friendly regime established the year before. The DRA forces could no longer contain it themselves, so the Soviets went in to intervene. The Afghan government was powerless and fraught with infighting. They lost the hearts and minds of the people, and that alarmed the Soviet leadership. With the Islamic Revolution happening in Iran, the Soviets felt they had to act fast or risk the spread of Islamic revivalism. A superpower sending a motorized rifle division against men on horseback with antique rifles. Everyone thought it'd be over in an instant. Only it wasn't. Some Muslims made their fight a jihad, a holy war, and began a guerrilla campaign on all fronts. A war of attrition. These fighters call themselves Mujahideen. They're being supported by the West through Pakistan. That's why Miller was involved. He was training them near the zero line, sponsored by the CIA. The war has become a nightmare for the Soviet troops stationed here. They thought they'd be headed home in 6 months at the most. Then a year passed. 2 years. Now here we are 4 years on with no exit in sight. Afghanistan has become the Soviet Union's Vietnam. The Soviet troops on the ground want to go home, but at least they have homes to go back to. The Afghans have lost theirs. The Soviets destroy the kishlaks, villages, wherever they can. They burn down homes and fields, fill in wells, turn pastures into minefields. It's created a mass of refugees who fled to Pakistan. If the Mujahideen are fish swimming around the villages, the Soviets will go so far as to dry out their ocean. But this has had a big price. There's bitter resentment among the Afghans, and they're taking out their anger on the soldiers on the front lines. Among the Mujahideen are the Pashtun people. They're fiercely devoted to their code of Badal, or revenge. Soviets they've captured have had their hands, feet, and noses cut off before being left to die at the side of the road, just to show their comrades what they're capable of. Friendlies who come across them can do nothing but put them out of their misery. Then they burn down another village in retaliation. And the cycle of vengeance goes on. Ja. Rache ist generell so eine Art und Weise, die ziemlich irgendwie greifbar ist. Man kann verstehen, warum jemand irgendwie sauer ist und sich rächen will. Aber das führt immer zu... Es führt immer, fast immer zu einer Gegenreaktion. Es steigert sich mehr hoch und es ist bescheuert. Und ich möchte mir das Lied nicht anhören. Ich möchte es nur mal kurz... Love Deterrence? Ist das nicht aus Metal Gear Solid Peace Walker? Relativ am Ende? War das nicht... Irgendwie kommt mir das Wort bekannt vor. Haben sie das da nicht mal erwähnt? Vielleicht gab es das Lied da. So. Oh ja, das klingt auch fetzig. So, alles weg. Ich wollte nur, dass da keine Punkte mehr angezeigt werden. Ansonsten haben wir hier nichts mehr zu tun. Das heißt, beim nächsten Mal geht es hier weiter im Helikopter bei Metal Gear Solid 5 für Phantom Pain. Dann starten wir mit der nächsten Mission voll durch. Ja, Action! Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, ob ihr euch das überhaupt noch anhört mit den Kassetten. Ich werde es jetzt nicht lassen, weil ich höre es mir sowieso an. Und ob ich jetzt die Aufnahme beende vorher oder nicht, ist auch egal. So gebe ich euch wenigstens die Möglichkeit. Würde mich aber interessieren, wer sich das mit anhört. Und je nachdem, dann könnt ihr auch schreiben, nee, höre ich mir nicht an, weil habe ich mir selber privat schon angehört im privaten Spielen. Oder wie sich das da verhält bei euch. Fände ich tatsächlich ganz interessant. Macht's gut. Tschüss.